Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Nummer 2. Das erste Let's Play war, glaube ich, mit dem Lux, genau. Und dieses Mal machen wir mal eine Runde mit dem Tiger 2, meinem absoluten Lieblingspanzer. Also richtig geiles Teil. Ja. Also, was haben wir so? Die Teams, die sind ganz komisch, wir haben 4 Tier 8 Tanks. Die Gegner haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. 9 gegen 4 Tier 8 Tanks. Das ist total scheiße. Was soll denn der Mist? Da denke ich mir auch, World of Tanks, hallo? Geht's noch? So was könnt ihr nicht machen. Ah ja, auf jeden Fall. Tiger 2 habe ich noch nicht die Top Gun. Top Moto auch noch nicht, aber ich finde, der lässt sich richtig, richtig. Also, das macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Fährt sich richtig gut. Also nur ratsam. Ja. Heute zwei Let's Plays. Wie gesagt, am Wochenende immer zwei Let's Plays. In der Woche kann sogar manchmal gar keiner kommen. Gar keins kommen. So. Erster Gegner, A20. Ja, habe ich auch geschrieben, er soll mal warten, weil ich hätte jetzt was nicht der Fall war. Und darum habe ich gesagt, er soll mal zurückkommen. Und das war richtig knapp. Dass ich jetzt nicht den T29 getroffen habe, sondern den A20, wie ich wollte. So, T29 nimmt jetzt auch den Covenanter raus mit einem Schuss. Der hat eine richtig gute Gun. Aber die Panzerung ist irgendwie nicht mehr so toll. Auf jeden Fall, ja. Ich wollte mir ja den Premium-Panzer, den PZVM10, holen. Könntet ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ding so findet? Das fände ich richtig geil. Also fände ich richtig gut. Könntet auch mal schreiben, wie ihr den 59, also wer es guckt und den 5916 hat, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie der ist. Übrigens, ich habe jetzt noch ein Replay gemacht bei dem Knecht LP. Könnt ihr auch gerne mal angucken. Ich mache den Namen oder den Link in die Beschreibung. Macht auch WoT Let's Plays. Ich mache die nächsten Tage, also mache ich auf jeden Fall noch World of Tanks Let's Plays Together mit dem Nico. Nee, eigentlich wollte ich nicht auf dem Testserver. Hier mit dem, er hat den VK, also den anderen Achter Deutschen Heavy Tank. Ich nehme dann den Tiger 2. Ja, und das wird bestimmt auch ganz lustig. Könnte mir noch einen anderen vorstellen. Den David, mit dem ich das machen könnte. Ja. Ihr könnt übrigens auch mal wirklich auf Knecht LP gucken, auf dem Kanal. Der hat jetzt ein Video eben von mir, ein Replay, ein Gast-Replay und ein 9 Kills KV1S Replay von sich selbst. Und ich sag's euch, der hat ja auch die Wolverine und ist damit recht stark. Da könnt ihr euch, ne, der ging jetzt übrigens nicht durch, könnt ihr euch echt angucken. So, das Ding ging jetzt nicht durch, habe ich bestimmt blöd geschossen. Ich meine aber, dass ich jetzt noch, ja, ich schieße noch mal auf den Tiger 2 drauf, hinten auf die, ja, hinten drauf, 309 Damage, das ist gut. Drehen wir uns mal mit der Front zu dem. Hauen den nochmal in den Turm. 350 meine ich. 358. Das ist natürlich richtig geiler Schaden. Obwohl ich noch nicht mal die Top Gun habe. Das ist richtig extrem. Ups. Was denn das? Hier der hier fehlt im Gegenüber der Top Gun nur an Durchschlagskraft. Jetzt hier die Isu und der Tiger 2. Tiger 2 übrigens mit Top Gun. Guckt jetzt zu mir. Ja. Und ja, was sind das denn hier für Einstellungen? Hallo? Und ich, ja, hau rein. 366. Er hat nicht so viel gemacht, obwohl er die Top Gun hat. So. Jetzt hier auch noch ein, ja, die Isu, wie ich gesagt habe, ist auch da. Hat jetzt unseren E25 rausgenommen, was natürlich gar nicht gut ist. Und jetzt, bumm. So, Isu ist futsch. Die ISO ist übrigens auch sehr stark.
Der Tiger 2, ja, den hole ich mir jetzt. Gucken wir mal, was wir mit dem machen. Und ja. Ihr könntet mir. Ach ja. Der Tiger 2 hat meine. Ja, doch hat er. 150 Wandpanzerung Front. Tiger 2 rausgenommen. Eine 180er Frontturmpanzerung mit einer sehr großen Waffe. Da kommt man fast gar nicht durch. Die Bewaffnung von dem ist genial. Richtig geil. Obwohl ich hatte heute echt mit dem fast nur Scheiß Games. Darum, es ist jetzt nicht ganz so toll vom Schaden her, ne? Aber das sollte besser werden. Ich hoffe jetzt mal, dass es auch besser wird heute wieder. Damit ich dann auch wirklich mal wieder Geld mache. Ich bin übrigens mit dem GW Panther jetzt der letzte Überlebende. Ja, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Die Gegner haben 8. Die hatten ja viel mehr 8 da. Ja, jetzt. Ich musste mich entscheiden für den Tiger 2 hinter mir. Oder den T44. Da habe ich für den T44 entschieden. War, glaube ich, nicht ganz so die richtige Entscheidung. Der hat jetzt nur noch 8 HP Points. Das war natürlich jetzt nicht ganz so, ne? Nicht ganz so glücklich, dass das jetzt passiert ist. Jetzt hat er mich gekettet. Jetzt hat der GW Panther ihn rausgenommen. Jetzt kriege ich, glaube ich, nochmal von hinten einen vom Tiger 2. Ja. Und bin dann jetzt auch tot. Das Spiel war jetzt nicht schlecht. War jetzt auch nicht toll. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.